Utpada Talasana ist die Stellung der gehobenen Fußsohle. Utpada Talasana wird beschrieben im Hatha Ratnavali, nach manchen Aussagen geschrieben von Srinivasa, manche behaupten sogar im 17. Jahrhundert, andere sagen im 18. und 19. Jahrhundert. Und Hatha Ratnavali erwähnt Utpada Talasana als eine der 84 Hauptasanas, beschreibt aber nicht, was die Stellung eigentlich ist. Das ist schade, denn es scheint so zu sein, dass das der Text ist, der als erstes die 84 Asanas aufzählt. Weil aber nicht beschreibt, was damit gemeint ist, haben dann spätere Quellen andere Asanas als 84 Hauptasanas bezeichnet. Auch bei Yoga Vidya kennen wir 84 Asanas, wo wir aber Utpada Talasana nicht genauer erwähnen. So wissen wir nicht, was Utpada Talasana ist. Wir könnten aber auch sagen, dass Utpada Talasana eine Sammelbezeichnung ist für Asanas mit Fußsohlen nach oben. Rafaela zeigt ein paar. Zum einen Lotussitz Padmasana. Hier gehen die Fußsohlen nach oben. Oder auch die gleichgewichtige sitzende Vorwärtsbeuge. Du hebst die Beine hoch und gibst die Fußsohlen zur Decke hin. Oder du könntest natürlich auch sagen, auch Schulterstand und Kopfstand sind Utpada Talasana Variationen, wo du also die Fußsohlen zur Decke hingibst. Sogar Karkasana, die Krähe, und die kann Rafaela kurz zeigen, ist auch ein Asana, wo die du so machen kannst, dass du die Fußsohlen nach oben heben kannst, Richtung Himmel. All diese Utpada Talasana Stellungen verbinden die Füße mit dem Himmel. Normalerweise sind die Fußsohlen ideal, um die Energie der Erde aufzunehmen. Und über die Füße kannst du dich erden. Aber über die Füße kannst du dich auch zum Himmel hin öffnen und so die Himmelsenergie aufnehmen. Und zum Yoga gehört auch die Umkehrung der Werte. Den Kopf zum Boden zu geben, die Füße zum Himmel. All das hilft, dass du einen anderen Standpunkt einnehmen kannst. Es gibt auch eine andere Variation noch von Utpada Talasana. Gut, Rafaela zeigt gerade noch den Kopfstand. Theoretisch könnte sie von hier noch zum Handstand kommen, Hände neben die Ohren und Arme ausstrecken. Machen wir aber heute nicht. Und als letztes gibt es noch eine stehende Stellung, die eine Wadenstärkungsübung ist. Das heißt, aus dem Stehen heraus hebst du die Fersen hoch. Auch das ist Utpada Talasana, die Stellung der erhobenen Fußsohlen. Auch eine Übung, um die Waden zu stärken und das Gleichgewicht.